Hallihallo, hallo, da bin ich wieder in Assassin's Creed Valhalla. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. In diesem Sinne schon mal Dankeschön dafür. Und falls ihr einfach nur ein Emoji da lassen wollt, ist das für mich auch okay. Und falls jemand mal Interesse hat, mich im Livestream zu erleben, das könnt ihr auch gerne tun hier auf meinem Kanal. In diesem Sinne lohnt sich das. Denke ich mal, hoffe ich mal. So. Ich befinde mich immer noch in EU Vorwegshire, beziehungsweise das war eigentlich hier in Lincolnshire beim letzten Mal hier, ne? Oh shit. Ich wollte ja noch was testen. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, gibt es hier auch die Seeforellen, die ich brauche, glaube ich. Falls ich mich nicht irre. Hier brauchte ich auch Flussfelsklein. Seeforellen klein. Falls ich mich jetzt gerade nicht irre, war das nämlich so. So, Dele. Ach, übrigens, ich glaube, die Dinger hätte ich mir, müsste ich auch gleich einsammeln, die Masken. Ah, kann ich immer noch hinreisen. Ist ja kein Problem. So. Wie gesagt, jetzt geht's wieder hoch, weiter in den Norden. Richtung Priorat Flaneburg. So in die Gegend zumindest. Beziehungsweise erstmal werde ich jetzt hier hinreisen. Und dann haben wir da auch noch ein Weltereignis. Und dann geht es schon weiter hoch in den Norden. Dann haben wir eigentlich nur noch die 6, ne? Plus noch die beiden. Plus das mit den Fischen. Oh, das kriege ich hin. Dann reise ich jetzt erstmal über den... Der ist am weitesten, ne? Dann muss ich erstmal dahin. Wicke. Wicke, Wicke, Wicke. So. Ohne Witz. Ich finde die Optik arschgeil, ne? Aber mein Problem ist das hier. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich will schnell abhauen hier. Dieses Wetterchen, ne? Macht mich ja hier fertig, hätte ich beinahe gesagt. Übrigens, mir fällt gerade nur eins ein, ne? Das Einzige, was das Ganze noch genialer machen würde, ne? Also im Sinne von, wäre glaube ich auch, wenn man hier noch irgendwie so eine Jäger und so erleben würde, ne? Oder sehen, also finden würde, durchs Land streifen. Ich weiß. Jetzt geht's los bei mir. Oh, es ist Abend. Es wird langsam dunkel. Coole Hütte. Muss ich sagen. Kommen die Stufen? Nein. Sei gegrüßt, Krieger. Das hier gehört dir? So ist es. Ich bin Gutfried Wohlgewandt, gefeierter Dränger des großen heidnischen Heeres, treuer Gefolgsmann von Ragnar Lodbrok. Ich suche einen letzten sauberen und ehrbaren Kampf, da ich alt und gebrechlich werde. Ich will auch im Todesröcheln meine Würde behalten. Du sorgst dich gut um dich selbst. Meine Kriegskleidung ist makellos, gut gepflegt und rein. Ragnar brachte mir hier über den Sommer meine Selbstachtung bei. Ein reines Gewissen, ein makelloser Eid und unbeschmutzte Treue sind von größerem Wert als jedes gereinigte Rüstungsteil. Weise und wahre Worte. Habe ich nun die Ehre... Ein sauberer Kampf ist alles, worum ich dich bitte. Möge Odin unserem Tanze beiwohnen. Kämpfen wir. Dein Gewand wird noch ein letztes Mal von Rabenwein getränkt. Meine Kampfeisen sind in bestem Zustand. Möchte ich den gepflegten Dränger tragen? Meine Waffen sind stumpf und unrein. Ich will nur scharfe und saubere verwenden. Nur die Feind. Es war mir eine Ehre. Ah, ich blute aus sauberen Wunden. Ich danke dir für diesen letzten Kampfesgesang von gut gefertigtem Eisen. Geh deinem makellosen Sieg entgegen. Lebe wohl, ehrbarer Dränger.
So, damit haben wir den Dränger besiegt. So. Haben wir einen Beherrschungspunkt bekommen? Also eigentlich will ich das... wenn ich jetzt... Also wenn der Opal jetzt hier irgendwo liegt, ne? Dass ich so rankomme, ne? Dann nehme ich den mit. Danke. Ich wollte jetzt eigentlich nämlich auch nicht unbedingt so rumkraxeln wie irre. Alter, der hat aber eine geile Hütte hier, muss ich ja mal sagen, ne? Guckt euch das mal an. Direkt am Wasser sehe ich gerade. Eine fette Terrasse hier. Kann man die... Ich hätte jetzt ja beinahe gesagt, kann man die kaufen? Ohne Witz, das ist ja nett. Diese große Innenterrasse da, was er hat. Heilige Makrele. Das ist ja cool. Genau, alle Markierungen erstmal entfernen. So. Kann ich nochmal. So, dann wollte ich ja, wie gesagt, dahin. Und dahin. Ich überlege gerade, was jetzt sinnvoll ist. Ich glaube erstmal einfach nur dem Fluss folgen, ne? Also das ist... Ich werde, glaube ich, nochmal irgendwann hier reisen, um mir das mal bei Tage anzusehen. Das war jetzt auch sehr geschmeidig von mir gerade. Moment. Wo reise ich eigentlich hin? Ja doch, richtig so. Wie gesagt, ich finde das nice, Fotos zu machen, aber mich ärgert das gerade mit dieser Fehlermeldung. Jetzt kommen wir wieder. Schneebefleckte Landschaft. Wie nice. Oh ne, Schnellreiseziel. Oh ey, mir gefällt die Optik. Riecht das nach Tod und Verwesung. Das klingt jetzt aber nicht erfreulich und einladend. Halt! Hey, hallo. Halt! Keinen Schritt näher! So, ich nehme jetzt erstmal den Schlüssel. Dann werde ich erstmal kurz lesen. Diese Krankheit verdirbt den Verstand der Betroffenen. Zerrissene Tagebuchseite. Papa ist oft sehr wütend, vor allem auf Mama. Ich wünschte, er würde aufhören, mir Sachen mit Sachen zu schmeißen. Sie sagen, Papa sei krank, aber sie sagen nicht, was er hat. Wir trinken viel Wasser und essen genug und gesund. Warum passiert uns das? Er sagt, Mama ist schuld, weil sie schlechtes Essen kocht. Ich finde das gemein. Mama ist auch krank. Sie wird auch so wie Papa. Sie haben Papa in ein anderes Haus gebracht. Mama und Papa hassen mich. Sie wollen jemanden Besseres als mich. Sie lieben mich nicht. Nein, sie wollen mich wegwerfen. Sie wollen mich wegwerfen. Sie wollen mich wegwerfen. Das klingt nicht gut. Es gibt keinen Ausweg mehr. Bitte, tu mir nichts. Warum bist du noch hier? Ich bin bei meiner Familie geblieben. Der Welkfluch rafft sie dahin, doch ich will sie nicht alleine lassen. Der Welkfluch? Eine Krankheit, die oft lange unerkannt bleibt, bis es zu spät ist. Das ganze Dorf hatte sie. Sie zerfrisst den Verstand des Betroffenen, macht jähzornig und am Ende ist die arme Seele völlig verkrampft.
Geh fort, Kind. Deine Familie wird bald sterben. Und in diesem Dorf gibt es nichts für dich. Aber mein Vater und meine Mutter... Sie werden im Tod Frieden finden. Lebe für sie. Das hätten sie gewollt. Ich... Du hast recht. Ich sollte mich nicht an etwas klammern, das längst verloren ist. Ich werde gehen. Hier, ein Schlüssel, falls du nach den Kranken sehen willst. Wenn ich ihnen nochmal gegenübertrete, weiß ich nicht, ob ich gehen kann. Dieses Dorf hinterlässt ein bitteres Vermächtnis. Aber so ist es eben in dieser Welt. Mhm. Mein Kopf. Alles verschwimmt. Eine Fee. Nein, ein Dämon. Es wird sie nicht retten. Aber vielleicht kann es ihr Leid etwas lindern. Der Gestank. Sie scheinen viel durchgemacht zu haben. Warte, Gott, oh Gott. Ich habe jetzt die. In der Hütte war ich noch nicht. Aber hier ist auch nichts. Weiter. Noch ein paar Pfeile ansammeln. Ah, was stehen hier Schönes? An Lesen. Alle unter Gottes Augen. Zorn überkam unsere schöne Stadt. Geht fort oder geht unter? Mhm. So, mein Köcher ist voll. Ja, jetzt habe ich denen eine Mahlzeit dargeboten. Ich weiß nicht, ob denen das helfen wird. Ne? Das hat er auch gesagt, hat sie ja auch gesagt, dass er sie. Jo. Weiter geht's. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich hier war. Die werden sofort angreifen. Ja. Was ist denn hier? Weberpass. Aber hier war ich dann doch schon mal. Gut zu wissen. Ich kann mich zwar echt gerade nicht mehr erinnern, aber die Hauptstory ist auch schon deutlich lange her. So, irgendwo da hinten ist mein nächstes Ziel. Ich hoffe mal wirklich, dass ich eigentlich den richtigen Weg hier gerade nehme. Durch diese gerade relativ trostlose Gegend. Ich erinnere mich auch gerade daran, dass das Einzige, wo ich auch einen Ticken länger gebraucht habe, also jetzt mal abgesehen jetzt nicht von den Rätseln oder so, aber von den Weltereignissen, da war ja hier oben eins im Norden in Eofor-Vikshir. Das war doch, wenn ich mich hier, genau, Pisaringa, glaube ich, mit ihrem Mann, wo er hier irgendwie verstorben ist, hier so an dem Point hier. Und dann musste ich ihr das so gesehen dann erklären. Oh. Rotes Steinriesen. Na?
habe das arge Gefühl, dass es nicht ohne Grund diese beiden dort gibt. Beziehungsweise diese drei. So. Dann werde ich jetzt erstmal mir dieses schöne Menhir-Rätsel erstmal durchlesen. Wieder finde ich Spuren der Nephilim. Auf Geheiß des hiesigen Königs will ich zu ihm beten, dass dieses Licht fürderhin als heilig gelte. Diese leuchtenden Schriften sind göttliche Zeichen dessen, der zu mir spricht. Ich mühe mich um den Einklang mit seiner heiligen Schöpfung. Aita, Juno, Minerva. Namen kommen mir in den Sinn. Sind sie die Nephilim, die er mir offenbart? Weisen ihm diese Steine den Weg? Ich bete, dass du mich leitest, o Herr. Amen. Okay. Achso. Wieder finde ich Spuren der Nephilim. Nach oben und dann so nach unten. Dass dieses Licht fürderhin als heilig gelte. Diese leuchtenden Schriften sind göttliche Zeichen dessen, der zu mir spricht. Ich mühe mich um den Einklang mit seiner heiligen Schöpfung. Nicht. Aita, Juno, Minerva. Namen kommen mir in den Sinn. Sind sie die Nephilim, die er mir offenbart? Weisen ihm diese Steine den Weg? Ich bete, dass du mich leitest, o Herr. Also, dass ich das von der Seite nicht schaffen konnte, geklappt, das habe ich gesehen, ne? Okay, das dann diese Eissachen, das habe ich mir dann irgendwie jetzt gemerkt von den letzten beiden Rätseln. Und dass das jetzt hier auch ganz passend natürlich war, ne? War natürlich aufgrund des Sounds, ne? Also, man muss dann geduckt, dann passt das. So, rein in die Fertigkeiten, weil ich habe mal wieder drei Stück. Und damit habe ich das erste Mal Stufe 50 bei den Beherrschungspunkten erreicht. Eieieiei. Was mir übrigens auch gerade aufgefallen ist. Was mich gerade ein bisschen an mich selbst verwundert. Ist die Tatsache, dass ich schon seit ewigen Zeiten keine, sag ich mal, Spezialfähigkeiten mehr benutzt habe. Also eigentlich jetzt nur noch mit dem Schwert immer schön hau drauf und gib ihm, ne? Bin ich gerade ein wenig über mich selbst verwundert, muss ich ja sagen. So, jetzt übrigens. Jetzt geht das ganz schnell, hätte ich beinahe gesagt. Da. Da. Und dann haben wir da auch noch was. Und dann haben wir es echt geschafft, hätte ich beinahe gesagt, oder? Ja, alles gut. Was ich mich jetzt wundere, ist eigentlich die Geschichte hier in Grantaburg, dass das nämlich eine Maske ist, die jetzt so aussieht und nicht so. Und davon habe ich, glaube ich, noch eine gehabt, ne? Ja, hier unten, genau, in East Sexe war noch eine. Beziehungsweise ich sehe gerade, hier ist auch noch eine. Und dann... Oh, hier ist auch noch eine. Ich weiß aber jetzt nicht, wozu die zählen. Ich gucke das einmal nur gerade durch. Und hier im Norden war nichts mehr. So. Ein bisschen Weg, der hier lang führt. Nicht so, wie ich gerne wollen würde, ne? Mal querfeld ein. Oh Gott, was ist denn das hier? Mensch. Oh, hier ist ein cooles Lager oder was?
Oh, das, ja, das kenne ich irgendwie auch noch, genau. Ja, es kommen so Erinnerungen wieder hoch von damals, wo ich das erste Mal hier war. Was ist denn los hier? Ist doch keine wilde Steigung oder was? Interessant. Oh, Fliegenpilz. Nee, ne? Okay, komm. Das ging ja besser, als ich jetzt gerade erwartet habe. Muss ich ja mal ehrlich sagen. So, dann haben wir nur noch die beiden. Reit hier nicht verfügbar? Hä? Wald von Dalby. Oh Gott. Hey. Hier ist irgendwie eine Schlucht. Beziehungsweise ein Opferaltar, wa? So, jetzt habe ich wieder einen Pfeil, vorsichtig gesagt, verschwendet. 5-mal Stoff, das kriege ich auch hin. So, Kobold-Altar. Spähe für mich in die Ferne. Lass mal. Also 3 will ich jetzt nicht haben. So, bin ich den gerade, glaube ich, ganz gut aus dem Weg gegangen. So, und dann haben wir hier noch. Das verfluchte Zeichen. So. Hier unten haben wir wohl einen Schlüssel, den wir brauchen. Dann soll ich hier mal lesen. So, Tonschlüssel, verwunschener Schrift 2. So lehrte auch meine Mutter mich die Magie. Die Mondmagie. Und ich wende sie nun gegen die, die wider mich waren. Nee, zerstörte Engel werde ich nicht essen. So. Nee. So, da kommt man auch nicht hin.
Ich weiß nicht, was ich... Eigentlich gehe ich davon aus, ich muss irgendwie die Truhe da kaputt machen. Die Frage ist nur, von wo und wie. Oh, einfach mal so. Bei Odin. Endlich ist der Fluch gebrochen. So, Delay. Und damit habe ich jetzt eigentlich sämtliche Rätsel, glaube ich, überall geklärt. Ne? Snowdinger haben, abgesehen jetzt mal die Artefakte. Oh, hier ist noch. Achso, ja, genau. Snowdinger haben. Ich gehe gerade mal echt durch. Aha, da muss ich nochmal nach E6 in der Granterbrück, um die Sachen auch nochmal zu machen. Plus hier nach Kant. Das ist ja interessant. Na, da habe ich ja noch minimal noch was zu tun. Minimal, so wie viel, was war das hier? Flusswelt, klein, 5 von 10. Seeforelle klein. Ja, mal gucken. Das kriege ich auf jeden Fall auch noch hin.